Ja, noch eine gute Frage. Und zwar geht es hier darum, eine Finanzierung zu machen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Also, erster Fehler, das kommt hier nicht ganz raus aus der Frage, was ist der Unterschied Laufzeit und Zinsbindung? Laufzeit bedeutet, das ist die voraussichtliche Dauer der gesamten Finanzierung. Also wir sprechen in der Regel von 20, 25, 30, vielleicht 35 oder sogar 40 Jahren. Das ist die Laufzeit. Hier gemeint ist wahrscheinlich die Zinsbindung. Und da meine ganz klare Empfehlung, das habe ich früher auch ein, zwei Mal verkehrt gemacht, machen Sie nur unterschiedliche Zinsbindungen, wenn Sie ganz genau wissen, dass Sie ein Darlehen nach 5 Jahren komplett abbezahlt haben oder nach 8 Jahren. Sonst generell machen Sie, wenn Sie verschiedene Darlehensverträge machen mit verschiedenen Tilgungsraten, machen Sie aber immer eine identische Zinsbindung. Warum? Sie können dann folgenden teuren Fehler vermeiden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Zinsbindung über 8 Jahre, ein anderes Darlehen über 10 und eins über 12 Jahren machen, dann weiß die Bank ganz genau, wenn sie Ihnen nach 8 Jahren eine Anschlussfinanzierung anbietet, dass Sie keine Chance haben, die Bank zu wechseln. Ja, weil das macht in der Regel keine andere Bank. Das heißt, Sie befinden sich in den Fängen der Bank und kriegen dann in der Regel wirklich üble Zinsvorschläge gemacht. Das ist mir gerade vor kurzem bei einer Sparkasse in Lübeck passiert, die mir also ein Verlängerungsangebot gemacht hat, was ja, fast 80% über den regulären Marktkonditionen lag. Ich sollte also statt aktuell 1,5% sollte ich dort 2,5% zahlen. Riesensauerei, also Sie sehen, auch einem Profi kann das passieren. Ganz klarer Tipp, ganz klare Empfehlung, wenn es geht, eigentlich eine Zinsbindung und dann haben Sie die Chance, jederzeit die Bank wieder zu wechseln.